Hey, what's happened? Just some busted-ass Russian vehicles blocking the road. You can go around to the right. Nice to see you again, James. So, how was Kolgachev? Cold. Sir, I take it we're planning an attack. Indeed, Commander. Now Evron is ours, we must take the fight to the enemy and press on to Kolgachev. Into Soviet territory? If we leave Moscow to deal with Guba, this thing could drag on for months. He's humiliated us, and the Kremlin's got to be pleased about that. Publicly, they'll flay him alive, but privately, well, he'll be looking at a healthy pension in a nice little Dacha in the Crimea. No, we've got to get to Guba before they do and haul him in, like the war criminal he is. So those skill casts I spotted? Must be destroyed. They're coming in from the south, and those anti-aircraft vehicles will tear our planes to pieces. Unless I take them out. Precisely. You've already recce'd the area, so you know the terrain. It'll be a pleasure, sir. Dismissed. And James, good luck. Schilker zerstören, Schilker zerstören, Schilker zerstören. Naja. Ist ja auch so eine Sache. Die haben wir ja entdeckt, hier verstecken. Da ist der Ausgangspunkt, da wo wir letztens abgehauen sind. Okay. Na gut. Die Invasion auf Kolgujew beginnt. Um aus der Luft angreifen zu können, müssen wir erst die Flugabwehr der Russen zerstören. Auf geht's. Ihr Team landet am Strand im Süden der Insel. Die Schilker-Positionen, die sie bereits ausfindig gemacht haben, sind auf ihrer Karte verzeichnet. Verstecken Sie sich im Wald und erwarten Sie weitere Befehle. Notizen 3. Juli. Es geht los. Die Invasion auf Kolgujew beginnt. Guba weiß Bescheid. Der unterschätzt uns sicher nicht mehr. Jetzt ist er auf alles gefasst. Natürlich müssen wir aus der Luft angreifen. Ich kenne seine Flugabwehrstellung, also wurde ich mit ihrer Zerstörung betraut. Die Russen erfreuen sich allerbester Gesundheit. Sie sind bereit und wachsam. Oberst Blakes Rede? Oje. Moskau wird nervös, also will Washington diese Sache erledigt sehen, bevor die gesamte Rote Armee anmarschiert. Onkel Sam setzt alles, was er hat, auf Kolgujew ein, um Guba ein für alle Mal fertig zu machen. Sie haben den Aufklärungseinsatz vorbildlich erledigt, jetzt kehren sie zurück und feuern die ersten Schüsse der NATO auf dem Gebiet des Warschauer Paktes. Vor dem kombinierten Boden-Luftangriff der NATO zu Beginn der Dämmerung in 3 Stunden müssen die Schilker-Standorte ausgeschaltet werden. Viel Glück. Gut, Ausrüstung. Tja, sind wir hier eine Gruppe? Ah, okay, wir sind also wieder zu dritt. Rein theoretisch. Ich wäre jetzt eigentlich dafür, hier. Oh, wir können sogar eine Lore mitnehmen. Was spricht eigentlich gegen die Lore, frage ich mich gerade. Jetzt müssen wir mal gucken. Es ist Abbrechen. Lore-Raketenwerfer, 3 Stück. Ah, ja. Na, dann machen wir das so. Ich nehme mal hier die Lore mit. So. Die HKs werden wir mal behalten. Und zwar nimmst du mal hier noch, Quatsch, nicht M21, sondern HK-Magazin. Da, 30 Stück. Du nimmst die mal mit. Der Rest lassen wir mal mit den Bomben hier rum. Obern. Aber wir haben ja letztens gesehen, dass der BMP da ganz schön nervig ist. So. Haben wir nix.
Achso, nur ich habe Fernsehen. Jim Self. Jim himself. Na gut, weiter. Papa Bear, this is Alpha One. We're in position. Over. Received Alpha One. Operation Iron Fist is go. Repeat. Operation Iron Fist is go. Out. Oh, danger! Ist wieder irgendwo ein dummer Hubschrauber. 5 o'clock, MI-17, 1000. Da laufen nur drei Leute, sehe ich gerade. MI-17. I've got it. Gut. Nine o'clock. MI-17. 500. So, na mal, wo sieht er denn hier? Ach, da. Tja, irgendwo da hinten. Ach, da kreiselt er was Wasser. Ja, egal. Der soll uns erstmal nicht weiter stören. Sein. So, müssen sie erstmal ein bisschen in die Wälder schlagen. Enemy, MI-17, 1000. Wo sind meine beiden Leute hin? Schnell mal gucken. Die sind schon. Zu dem Berg runter der BMP, ne, soll man machen. Wahrscheinlich haben die schon wieder unser Schiff gesehen, mit dem wir angekommen sind. Und theoretisch könnte man sich die Schilke jetzt mal schnappen. Und dann selber die Hubschrauber runterballern, wenn sie noch so weiter rumkreiseln. Aber sieht nicht danach aus. Nein, es sieht leider nicht danach aus. Dieses lustige Lagerfeuer. Da geht wieder der Hubschrauber rum, okay. Naja, wie gesagt, mit der Schilke, die hält ja auch nicht viel aus. Also wenn die ein paar Raketen uns auf den Sack ballert, dann ist recht schnell Feierabend.
hier ist natürlich jetzt auch wieder die Menge los. Zurückkommen. Ja. Wir müssen uns mal ein bisschen näher ranrobben. Der Hubschrauber ist irgendwo gelandet. Man hört, wie die Turbine runterfährt. Da hinten kommt nämlich schon die nächste Truppe an. Soldier 100. Oh, go, go, go. I got it. So, damit ist nämlich die Schilker theoretisch nutzlos. Oh, da hinten steht der nächste Panzer. Müsste den da hinten erwischen, den Panzer. Hier sind überall Maschendrahtzäune, oder? Jawohl. Und leider keine Drahtschere. Wie Panzer stehen denn da? Das ist ein bisschen arsch viel, ne? Sich wirklich mit allen anzulegen. Das ist jetzt blöd. Oder was? Ja, Tatsache. Tja, dann ist die RPG jetzt nicht unbedingt so ideal. Dann haben wir sofort ein paar Panzer auf dem Hals. Vorausgesetzt natürlich, wir würden jetzt schaffen, die Panzerbesatzung jetzt zu schießen, die da hinten steht bei den 2 T-72, sind es glaube ich. Das wäre natürlich sehr schön. Sind das eigentlich nur 3? Müssten doch eigentlich 6 Leute rumstehen pro Panzer. Na, man weiß es natürlich wieder nicht genau. Jetzt haben wir noch die Patrouille, die hier irgendwo lang läuft. Auch die
ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Ach nein, die geht da wieder zurück. So, das sind die zwei anderen. Ach so, das ist eine Viererpatrouille, okay. Ja, ist schon da vorne, hervorragend. Ach, was soll ich hier probieren? Sie einfach mal aus. Und zwar. 2 o'clock, Soldier 100! Na, den nicht auch noch abschalten? 2 o'clock, Enemy, Soldier 100! 1 o'clock, Machine Gunner 100! Jetzt erkennt er so von alleine, okay. 3 o'clock, AT Soldier 100! 3 o'clock, Enemy, Soldier, 100. Sehr schön, er hat jetzt also alle weitestgehend aufgeklärt. Jetzt sagen wir da einfach mal hier. Oh, go, go, go! I got it! Machine Gunner is history! I got it! I got it! Das jetzt? Ja, da liegen die beiden, okay. Der liegt der dort noch oder guckt der oder? Er ist tot, okay. Da auch noch jemand, oder? Sieht das jetzt nur so aus? Das sieht nur so aus. Jetzt muss ich gucken, und zwar würde ich jetzt eigentlich ganz gerne sagen, und zwar Nummer 27 hinlegen. 2, go prone! Nee, das soll nicht dahin gehen, das soll eigentlich dahin irgendwie kriechen oder so. Ist gar nicht mal so einfach. Nein, auch da komme ich nicht weit genug an. Ich wollte jetzt eigentlich, dass er die Bombe da hinlegt. Machen wir das mal anders, und zwar 2, 7. Okay, geht mal bitte nach. Ist der Hubschrauber nur eigentlich noch hier irgendwo? Naja, vielleicht kriegt man noch mal später irgendwann erledigt. Ich meine, irgendwo war noch eine Munitionskiste. Irgendwo hatte ich eine gesehen. Ich und meine Munitionskisten ist ja auch so eine Sache. Da ist auf jeden Fall die Drecksschilker. Two, waiting.
Papa Bear. This is Alpha One. The first Shilke is toast. Proceeding to the next. Out. Irgendwo kommt ja gleich jemand angewalzt. Roger. Three, go to 0-1-3. On the way. So, Nummer 3. Three, ready. Nummer 3 ist nah genug ran. Okay, Nummer 3. Wird nämlich jetzt Aktion. Kann der nicht. Genau, er legt jetzt mal eine Mine her. So. Oh, fall back into formation. Roger. So, wir müssen es jetzt wieder hier ein bisschen absetzen, zwecks Sprengung und so. Wir haben es ja letztens gesehen, was passiert, wenn man es nicht macht. Kommt, Jungs. Weit genug ist er eigentlich jetzt weg. 6 und da. Jetzt geht der Alarm los. Das ist ja putzig, oder? So, während hier der Alarm losgeht, flitzen wir jetzt mal. Oh, da kommt jemand angefahren. Will der hier hochfahren oder was macht er? O'clock. Enemy. Shilka. 100. Das ist die Shilka, die hier angefahren kommt. Tatsache. Die Shilka kommt hier angefahren. So sieht's aus.
Papa Bear, I've dealt with all the AA systems we know about. Now let's see if I can find the others. Over. Received, Alpha One. It is imperative that all three Shilkas are destroyed. Get the job done and then make for the woods. Out. Hier gibt's aber gerade heftig Feuer. Ah, da ist ein Panzer. Das sind wohl alle gerade ein wenig nervös. 2 o'clock, man, 100. 2 Uhr. Die andere Schilke steht doch eigentlich weiter da hinten, oder? Klar, eben. Ne, da ist die ist hier vorne irgendwo. Ja, die haben ja zerballert, die Schilker. Ich sehe nur eine Schilker, die müsste ja noch hier irgendwo sein. Oder verstecken die sich jetzt? Auf jeden Fall den Panzerwach gemacht. Schraube wahrscheinlich auch noch mit. Wo sind denn meine Jungs? Search and Destroy. Da hat sich die Schilker wohl vor uns dann verbüxt, oder wie sehe ich's? Tatsache, sie ist nicht mehr hier. Wo sein, Jungs? Da hinten. Ja, hier ist jetzt den Bereich haben wir eigentlich schon erledigt. 7. Oh, danger! Hier ist irgendein Panzer immer noch. Ich meine, da sind unsere zerballerten Panzer. Ja. Steht der BMP, alles klar. Da steht der BMP.
4 o'clock. Chopper, 1,000. Ist die Frage, wo der BMP hinfährt, die Schilker hinfährt. Ihr könnt mir bestimmt auch nicht weiterhelfen, oder? Stationiert war es eigentlich dort. O'clock. Chopper, 1,000. Der ist mir eigentlich sowas von Rille, der Hubschrauber. Wo ist die Schilka hin? Ist jetzt eher die Frage. Ist von hier so mehr gekommen. Die Schilka da unten ist weg. Bloß wo die hingefahren sein könnte. Dorthin. 12 o'clock, Schilka, 200. So, das kommt so hier angeweist, oder was? Wo sind meine Jungs? Das ist schwieriger. O'clock, enemy, officer, 50. 4 o'clock, enemy, machine gunner, 50. Officer is history. Ach, da oben fährt sie. Da fährt sie rum, ja. Ach, vorbei. Scheiben wir nicht. Das war's. Wir können uns ja von unserem Arsch verabschieden. Zumal ich jetzt auch noch hier so mit der Scheißwaffe zu langsam bin.
Hinten war da eben gerade ein scheiß RPG-Soldat. Ja, wenn ich das gemerkt hätte, wo wir die jetzt weggebastelt haben. Hind, 500. Schade, da waren wir ein bisschen. Ja. Tricks. Gurke jetzt hin. O'clock. Enemy. Hind. 500. Gott, was sind meine Leute? Ja. Oh. Diese Drecksschilder hier, ich weiß nicht, da hier schon da irgendwo rumrotieren. Und jetzt da hinten was? 8 o'clock, Hind, 1000. Die Hind juckt mich doch nicht, Alter. Guck da rum, der Hind, ja. Die Hind. Hier ist ein Baum umgeknickt. Die da hinten bei dem BMP, ach so. So sieht's aus. Komm, wir speichern mal, bevor ich jetzt hier. Da
Da steht sie. Man kommt nicht weiter. Ist ja witzig, oder? Na dann. Auf ein neues. Alpha 1 to Papa Bear. Last Shulker destroyed. Alpha 1 to Papa Bear. You won't be getting any trouble from those AA guns. I'm out of here. Over. Copy that, Alpha 1. Nice going. Now get yourselves into the trees before the sun comes up. We'll contact you later with further orders. Out. Alpha out. Puh, Ziel erfüllt. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das noch zu deichseln ist. Davon läuft noch jemand. Da läuft auch noch jemand. Jungs. So, ja. Vorne war noch einer. Schön, hat sich die Schilke am BMP festgebackt. Das tut mir aber richtig leid. Will irgendjemand sich hier hinwerfen, aufstehen? Nein, macht das schon, Leute. Tja, wir haben hier noch den T-72 von 3 o'clock, da. Enemy, Machine Gunner, 50. I got it. Ja, schön, Jungs. Kannst du mir aus jeder Zeit weitergehen? So. Wir geben jetzt mal Geld, Fersengeld. Hind, 500. Ich hoffe doch, dass wir noch halbwegs safe sind hier in dem Bereich. Denn wenn hier der T-72 anfängt, Späne zu machen, also schlechte Karten haben.
setzen. Das ist Nummer 3. 8 o'clock, enemy, hind, 1000. Where are you? Das ist mir klar, das ist Nummer 3 hier. Wo ist er denn wieder? Ich drücke immer regelmäßig die falsche Taste. So, Nummer 2 kommt relativ schnell ran. Und Nummer 3. Und irgendwie. 2, 3, 7. 3, stand up! Okay, ich bin auf Gefahr. Six o'clock, hind, 1000. Ein langer Fußmarsch ist das hier. Aber eigentlich müssten wir es bald gepackt haben. Wie weit weg sind die Jungs? 100 Meter? Macht hinne. Jetzt renne ich hier rein und gut ist. Ich hoffe, das reicht. Bon, Ziel erfüllt, sehr schön. Einsatz abgeschlossen. Kameraschwenk auf Mond. Okay. Zack. Na gut. Schilka zerstört. War zwar nicht ganz so planmäßig, denke ich mir. Gut gemacht, Soldat. Sie haben alle 3 Schilkas zerstört. Unsere Invasion kann pünktlich beginnen. 3 Schilkas, T-72. Achso, der andere hat sie überlebt. Okay, BMP, APG-Soldat. Naja. Weiter.